Viele Leute fragen sich, was brauchst du auf der Straße, um zu überleben? Ist es ein Gewehr? Ist es ein Messer? Oder sind es irgendwelche Todestechniken, mit den Fingern in die Augen stechen oder irgendwas? Oder ist vielleicht was ganz was anderes? Ihr habt recht, es ist was anderes. Es ist Mindset. Wenn du wissen willst, was Mindset bedeutet und wie du es im Kampf einsetzen kannst, beziehungsweise wie du es entwickelst, dann bleib dran. Mindset baut sich meiner Meinung nach aus drei Teilen auf. Der erste Teil ist die Einstellung. Ja. Was habe ich für eine Einstellung? Traue ich mich überhaupt, kann ich mir überhaupt vorstellen, dass ich jetzt mich wehre, dass ich jemand anders haue, dass ich ihm einen Kopfschuss gebe, dass ich ihm ins Gesicht beiß oder was auch immer ich machen muss, um zu überleben. Ja. Meine Einstellung, wenn ich natürlich so ein kleiner Pazifist bin und sage so, ach nee, und der andere, der hat halt vielleicht auch eine schwere Kindheit gehabt und deswegen haut er mir jetzt aufs Maul, dann habe ich natürlich noch überhaupt keine Chance von vornherein. Ja. Von dem Beginn des Kampfes an oder da, wo es körperlich wird, habe ich keine Chance, weil der andere auf mich losgeht und ich bin mir selber noch ganz unsicher, ob ich mich überhaupt wehren darf. Ganz viele Leute fragen mich, hey Chris, wenn ich Ihnen eine Technik zeige, wie ist denn überhaupt die rechtliche Lage zu der Technik? Aber die sind vom Mindset noch gar nicht so weit, überhaupt irgendwas machen zu können. Und stellen sich schon solche Fragen. Ja? Nicht unwichtig, ja, aber wie weit darf ich bei der Selbstverteidigung gehen und so weiter. Aber glaubt's mir, wenn ihr noch nie in der Situation wart, könnt ihr euch das nicht vorstellen. Aber wenn es wirklich um euer Leben geht und wenn ihr wirklich nur noch eins im Kopf habt, nämlich euren Arsch zu retten, ja, dann spielt diese rechtliche Dimension in dem Moment überhaupt keine Rolle. Ja. Das ist, da kann ich nicht mehr sagen, ja okay, ich mache das vielleicht oder ich mache das nicht. Es sei denn, ich bin ein Profi. Ja. Aber der Normale, der in der Selbstverteidigung trainiert, der muss erstmal an seiner Einstellung arbeiten. Ja. Dass er sich überhaupt vorstellen kann, ich kann hinschlagen, ich kann den anderen auch verletzen, ich kann ihn vertreiben. Ne, mit Schreien, mit Schlagen, mit Beißen, egal mit was. Ja. Aber da sieht man auch mal wieder, 90% im Kampf, selbstverteidigungsrelevanten Kampf, ist die Einstellung, das Mindset. Ja. Der zweite Teil ist, das Selbstbild. Was heißt Selbstbild? Jeder Mensch von uns sieht sich auf eine bestimmte Art und Weise. Ja? Und viele Leute, die in einem netten Elternhaus ohne Gewalt aufgewachsen sind, in einem schönen Umfeld, wo immer alles gepasst hat und wo das Wichtigste war, was weiß ich, für die armen Kinder in Afrika zu spenden oder irgendwie sowas. Ja? Was ja nichts Schlechtes ist, aber nur, wo das größte Problem war, also nur Luxusprobleme im Endeffekt, keine echten Probleme. Ja? Da ist natürlich das Selbstbild sehr positiv. Ja? Prinzipiell nichts dagegen zu sagen, aber euer Selbstbild braucht mehrere Facetten. Ja? Das eine ist das positive Selbstbild. Das passt und das ist super im Umgang mit anderen zivilisierten Menschen. Ja? Aber ihr müsst auch einen Teil von euch erlauben, in eurem Selbstbild auch mal böse zu sein und aggressiv zu sein und verrückt zu sein, weil ihr braucht diese Seite von eurem Selbstbild, wenn ihr wirklich auf der Straße überleben wollt, weil der andere ist vielleicht ein Berufsverbrecher. Zugang finden zu eurer negativen Seite auch. Ja? Und damit haben viele große Probleme, weil sie sagen so, ah, ich kann niemandem mit dem Finger in die Augen stechen. Aber technisch gesehen ist das ganz leicht, jeder kann das. Das ist eine ähnliche Bewegung, wie wenn du in deinen Schrank reinlangst und eine Kaffeetasse raus tust. Ja? Aber das im Kampf zu performen und die Finger jemandem in die Augen zu hauen, das können viele nicht. Obwohl sie instinktiv merken, dass ihr Leben auf dem Spiel steht, weil es eben nicht zu ihrem Selbstbild passt. Sagen wir mal, ich bin jetzt ein nettes Mädel, bin in einem guten Elternhaus aufgewachsen, war immer die kleine Prinzessin. Ja, für mich ist alles gemacht worden. Ich bin intellektuell, ich habe eine gute Schule besucht und alles hat immer gepasst in meinem Leben. Klar, da entwickelt man nie diese Attribute für die Aggression und man muss sich da nie gegen jemanden durchsetzen. Da war vielleicht das Schlimmste, dass sich jemand mal auf Facebook gemobbt hat und dann ist dein Papa gekommen, hat mal beim Direktor angerufen und dann gab es mal den Arsch voll und dann war wieder gut. Ja. Aber draußen auf der Straße kann dir eben dein Papa nicht helfen. Wie auch immer, egal ob du Mann oder Frau bist, du musst für dich selber einstehen und um zu kämpfen ist das Wichtigste, dass du einen Zugang kriegst zu deiner eigenen Aggression und zu deiner dunklen Seite. Ja? Das hört sich jetzt natürlich ganz schlimm an, aber
Es ist nichts Negatives, das ist ganz normal. Ja? Heutzutage in unserer Welt versuchen wir alles zu ignorieren, was irgendwie mit Tod, verletzt werden, Gewalt und so zu tun hat. Einerseits, wie soll ich sagen, finden wir es faszinierend. Andererseits versuchen wir es aber überall auszuklammern und sagen, ja, andere sind so, aber ich bin so nicht. Ja? Aber das ist der Fehler. Zum eigenen Selbstbild, zu einem guten Selbstbild, für die Selbstverteidigung gehört dazu, dass du auch Zugang zu deiner negativen Seite kriegst und auch die akzeptierst. Ja? Das heißt nicht, dass du negativ wirst. Viele Leute sagen, ja Chris, wenn ich jetzt trainiere und an dem arbeite, dann wäre ich ja Psychokiller. Nein, niemand wird ein Psychokiller. Es ist einfach nur ein neues Werkzeug in deine Werkzeugbox. Ja? Vielleicht hast du bis jetzt gelernt, was mache ich, wenn ich mich vorstelle bei einem Vorstellungsgespräch in der guten Firma und wie präsentiere ich mich von meiner besten Seite, wie zeige ich meine Zeugnisse, dass ich 3 Sprachen spreche und überall Einser hat in der Schule. Ja? Aber der Skill oder das Werkzeug in deinem Werkzeugkasten, was dir jetzt da fehlt, ist eben Brutalität, Verrücktheit und eben der Killerinstinkt. Ja? Aber das heißt nicht, dass du deine Persönlichkeit dadurch verändern musst, insgesamt, sondern sei zu netten Menschen nett. Aber wenn jemand dich angreift oder dir was ganz Schlimmes machen will, musst du auch bereit sein, auch das Gleiche bei dem zu machen, weil sonst funktioniert Selbstverteidigung nicht. Der dritte Punkt hängt natürlich wieder ganz stark zusammen mit dem Selbstbild und es ist der Überlebenswille. Ja? Aber Überlebenswille, ja, sagt ja, jeder will ja eigentlich leben. Ja, aber in Angesicht des Angreifers, der dich wirklich zerstören will, körperlich und psychisch und dich dominieren will, da ist es eben wichtig, dass du deinen Überlebenswillen kennst, ja? Dass du vielleicht schon mal durch Schwierigkeiten durch bist oder dass du psychisch dich stark machst, ja? Und sagst, ich will überleben und der andere hat kein Recht mehr, was zu machen, ja? Und ich will alles machen, weil nur wenn du alles machen willst, was nötig ist, um den anderen abzuwehren, dann hast du eine reale Chance, auch einen bösen Berufsverbrecher, Gangster abzuwehren. Aber wenn nicht, wenn du nur an dir zweifelst minimal, dann hast du wirklich ein Problem. Ja? Deswegen, der Überlebenswille muss stark sein. Ja? Das ist der dritte Punkt. Erster Punkt, Einstellung. Zweiter Punkt, Selbstbild. Und dritter Punkt, Überlebenswille. Das sind die 3 Punkte, wo du an dir arbeiten musst, damit du wirklich hier stabil bist, weil sonst nützt dir nämlich die ganze Technik nichts. Ja?